Moin und herzlich willkommen zur 21. Folge von Pokémon Y in der Hardcore Nuzlocke. In der letzten Folge Berlino besiegt und sind hier schon mal weitergegangen. Team Flair haben wir eine Person gesehen, hier ist die zweite. Bleib erstmal mit Dilara vorne und dann wechsle ich, um ein bisschen trainieren zu können. Blitzelblitz. Okay. Dann wechsle ich auf Spike, würde ich sagen. Ein hochtrainiertes Garnuwil wäre hier auch vom Vorteil. Wegen dem Bodentypen, aber der Gesteinstyp sollte da jetzt erstmal auch reichen. Vor allem, er zieht mir nur 3 KP. Felsgrab. So, super. So, als nächstes kommt Libunkel. Giftkampf. Den Gift sehr effektiv. Boden. Psycho. Und. Oder. Fragosse wäre auch gut gewesen. Eine Kampfattacke, die wahrscheinlich gehen. Er geht nur auf eine Giftattacke. One Crit. So. Schlager macht gut Damage. Und jetzt Käferbiss. Macht er auch fast gar nichts. Verfolgung. Lage macht gefühlt mehr. Giftschweif, was machst du? Oh, das macht gut Damage. Wenn es nicht sehr effektiv ist. Okay, nochmal Giftschweife und die Bunkel ist raus. Und damit haben wir den nächsten Team Flair. Das nächste Team Flair-Mitglied besiegt. So. Da ist noch einer und du. Kommt nicht auch gleich noch irgendwie ein Kampf gegen Conny? Gegen ihre beiden Lucarios? Shit. Der Trassler kennen wir jetzt hier nicht. Muss ich auch direkt erstmal hochheilen. Hochleveln. Noch. In der Folge wird ein bisschen gelevelt, denke ich mal. Felsgrab. Vergiftet. Oh komm, Felsgrab, bumst ihn jetzt. Nice. Dilara Level 13. Vielleicht kriegen wir diese Folge noch hin, es zu Killia weiterzuentwickeln. Wäre dann auch gebrauchbar für Trainer. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wäre ich jetzt erstmal heilen gegangen. Drifloon. Giftflug. Oder
Was war der Undichtflug? Guck mal. So. Geistflug, so. Den Geist ist sehr effektiv. Geist selber, Unlicht. Gegen Flug. Elektro, Eis, Gestein. Ja, auf Mike. Oh, ich könnte auch auf Biss gehen, sehe ich gerade. Aber ja, One-Hit-KO. Mike, absolut unser bestes Pokémon. So Potas. Fällt einem, mit Mike könnten wir gut auch Conny fetzen. Wegen Feuer auf Stahl. Ich weiß halt nur nicht, welches Level die mit ihren Lucarios ist. Wenn die wirklich kämpfen wollte. Bin mir unsicher. Hachirizo. Jetzt stirb endlich Pachirisu. Besiegt, nice. Jetzt erstmal schnell heilen gehen. Level 26, nice. So. Omlexia. So. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da wo der Conny-Kampf wäre, hier jetzt gleich rechts, kann man wieder ein neues Pokémon fangen. Romlexia, die Stadt der Steine. Was ist mit dem denn? Pudasan. Der ist irgendwie hier lang. Jetzt spitz mal deine Lauscher. Mithilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Denn wer alle Macht auf der Erde in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davon tragen. Hast du Team Flair gesehen, Jordan? Ja, aber... Ja schon, aber was? Also ist der Rüpel nicht mehr hier, ja? Der Schuft kann sich ja wohl nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Da vorne geht's doch nicht weiter. Das wurmt mich jetzt schon etwas. Hier ist das Versteck von denen. Die es nur so schnell hingekriegt hat, den Stein zu verschieben. Muss ich aufpassen. Könnte gleich Conny kommen. Ich bin mir unsicher, ob der Kampf, ob da ein Kampf kommt. Timer Ball, nice. Habe ich denn jetzt eigentlich aufgeheilt? Bin ich da reingegangen? Ja, okay. Mein Kurzzeitgedächtnis von einem Fisch. Gehen wir erstmal wieder zurück und trainieren ein bisschen. Weil ich habe noch viele Mons, die auf jeden Fall trainiert werden müssen. Golbit. Ja, die einzigen zu gebrauchenden Pokémon sind eigentlich gerade nur Grillcheetah.
Balgoras und Rollum. Die anderen drei sind eigentlich gerade nicht wirklich zu gebrauchen. Das Level zu niedrig ist. Nicht sehr effektiv. Walzer. Biss. Das macht genug Damage, sehr effektiv. Level 24. Die Lara Level 14. Das ist super. Ja, wir müssen auf jeden Fall Kirlia heute kriegen. Im Part. Resladero. Eben habe ich die ganze Zeit Resladero bekämpft mit Balgoras, oder? Aeroas. Ja, nicht so effektiv. Felsgrab. Warte, warte, Karateschlag. Critical. Ich hatte gerade Angst um Balgoras, bin ich ehrlich. Er ist ja auch noch Kampftyp, das vergesse ich immer. Also vergesse ich eigentlich nicht, aber ich vergesse in dem Moment dann, wenn ich Balgoras einwechsel. Ich muss die ganze Zeit auf einfach Mike. Wäre einfach schlauer. Ich glaube, bis zu Conny ist es auch nicht mehr so weit. Also bis zur Arena. Ich glaube, jetzt kommt erstmal nur noch diese nächste Route da rechts, dann die Spiegelhöhle und dann sind wir schon da. Dann kommt das ganze Zeug mit Mr. Mega. Kriegen wir noch Lucario geschenkt eigentlich? Vor dem. Oder nach dem Arena-Kampf? Ich bin mir unsicher. Bin mir unsicher, ob wir vor oder nach dem Arena-Kampf das Lucario kriegen. Gerne mal heilen. Aber was ich offline machen könnte, wäre das Supertraining. Weil das müsste ich jetzt, glaube ich, nicht in einem Part zeigen. Da kann ja kein Pokémon bei drauf gehen. Halt. Wäre halt dann Zeitverschwendung, wenn das Pokémon dann direkt stirbt. Aber wäre so ein kleines Bonus-Ding, wenn ich das dann offline machen würde. Weil trainieren habe ich ja so gemacht, dass ich das nicht offline machen darf. Aber halt aus dem Grund, weil halt beim Training halt so oft was sterben kann, wie wir auch schon gesehen haben. Deshalb, ja, beim Supertraining kann halt kein Mond drauf gehen. Deswegen, das könnte ich ja offline machen. Damit ihr das nicht falsch versteht. Die Lara Level 15. Hordenkampf. So, okay. Gehen wir mit Mike wieder. Und dann schnell, wie heißt's, ein Eschern zu machen, um sie alle zu besiegen. Aber ich glaube nicht, dass One-Hit-KO sein wird. Kann nicht mehr fliehen. Ein Eschern. Aber könnte auch sein, dass es wirklich One-Hit-KO wird. Nee, habe ich mir schon gedacht.
Ja, aber wie lange braucht ihr, Digga? So, und jetzt sind sie alle besiegt. Also, hätte mich schwer gewundert, wenn die nicht alle besiegt wären jetzt. So. Ein Level-Up für die Lara. Schade. Was waren die anderen vom Level? Bin mir unsicher. Snowball. Snubbel, fliehen wir. Für das nächste Level. 617. 1200. 400 und 500. Und nochmal 5, ungefähr 600. Level 16, Level 16, Level 15. Ja. Ich denke mal, dass ich jetzt gleich erstmal zu Conny gehen werde. Also, die kommt eher gesagt zu uns. Funkenflug. Kühlstrahl. Dass ich diesen, falls der Kampf kommt, ich bin mir ziemlich unsicher, dass ich den hier in dieser Folge noch mache. Strahl. Macht das auf Balgoras. Die Hälfte. Die Lara Level 16. Auch gut. Ach, jetzt gerade wo ich heilen wollte, kommt hier jetzt Fritzelblitz, Alter. Könnte Trassler das schon schaffen? Ah, nee. Also bestimmt, aber jetzt keinen Bock da drauf gerade. Ein paar EP gegen Fritzeblitz. Hey. Du. So, dann packen wir erstmal Mike nach vorne, falls wirklich der Kampf kommt. Dann bin ich gut vorbereitet. Abspeichern, falls abstürzt wieder. Hier im Chrome Lexia. Ja, sehr schön die Stadt eigentlich. Lucario. Oh, du bist doch der Trainer von Route 5, habe ich recht? Lucario! Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal zwei und sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefressen hat, oder? Nein?
Lucario. Welches Level ist der? 25, wie ich es mir schon gedacht habe. Okay, sehr gut. Steigerungshieb. Aber Funkenflug würde ich vernichten. Level 27 Mike. Funkenflug. Steigerungshieb. Critical. So, okay. Nice, danke für die netten EP. Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arenaleiterin von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung. Also bis später dann, ja? Bis denne. Wann kriegen wir eigentlich Fliegen, fällt mir gerade so ein. Ich glaube sogar dann nach dem Vehikel reiten da, wo man dann zur anderen Stadt geht. Was ich mir meinen Flug-Pokémon, weiß nicht, kann ich auf Taubsi oder so fliegen erlernen? Bin ich mir unsicher. Route 11. So, neues Pokémon. Ich weiß gar nicht, kann man glaube ich Hariyama oder so bekommen. Vertrank. Und ich mach mal hier so, dass ich die Trainerin erstmal nicht sehe. Also sie mich nicht sieht. Oh, hier gibt's Geotestor. Auf welchen? Auf Level 23. Vielleicht könnte ich den dann direkt sogar ins Team nehmen. Für Garnuwil. Das wäre eine Idee. Oh shit. Okay, Beutel, Pokéball. Okay, pennt. Mein Pokéball mal einsetzen. Komm bitte. Aber gar keinen Namen für den. Und damit haben wir ihn. Ich such mal kurz nach Spitznamen. Ja. Ah, ju. Das ist eigentlich ganz netter Name. Ju.
Testo. Ich glaube, der kann auch sehr stark sein. Den nehme ich, glaube ich, auch direkt einfach ins Team. Ich glaube auch, ich hätte zwar lieber, Dings lieber gehabt, Paradonis. Den finde ich ein bisschen cooler. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, aber dann könnte ich auch erstmal die Folge beenden. Muss ich hier nicht einen Cut setzen für das Design hier einmal umwechseln. Ja, dann. Ja, dann würde ich erstmal sagen, war es das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.